So, es geht um RTI-Aufnahmen und Dokumentationen davon. Wenn ich hier so eine RTI-Aufnahme habe, gibt es ein paar Infos, die ich einfach wissen will. Wo kam das Licht her? Was für ein Filter habe ich? Wo ist der Ausschnitt? Etc. pp. Ich habe jetzt hier eben mal die Datei geladen. Was wichtig ist, gut, ich habe auch immer eine Referenz. Was ist das für ein Pro Objekt? Eine ID, ein Maßstab. Und rechts oben hier ist jetzt eben die Kugel, die grüne Kugel, wo ich mein virtuelles Licht setzen kann. Habe hier die Filtermethoden. Ich nehme jetzt zum Beispiel Specular Enhancement und habe hier unten eben den Navigator, wo ich mir meinen Ausschnitt wählen kann. Ich wähle jetzt hier mal einfach so einen Ausschnitt mit einem Bereich, den ich dokumentieren will. Vielleicht hier mal ein bisschen die Farbe raus. Schau noch, was ganz passend ist, um das zu zeigen, was ich zeigen möchte. Und wenn ich dann das so eingestellt habe, wie es passend für mich ist, kann ich eben mit diesem Button hier oben einfach so einen Snapshot erzeugen. Ich das anklicke, habe ich hier die Möglichkeit, unterschiedliche Dateitypen zu nehmen, nämlich JPEG oder PNG. PNG ist immer empfehlenswert, da es bei JPEG immer die Gefahr von Kompressionsartefakten gibt. Das hat man bei PNG nicht. Man speichert sich das dann hin, gibt ihm vielleicht noch einen sinnvollen Namen, lasse ich jetzt mal weg, und speichert das. Und wenn man dann sich das anschaut, hier habe ich mein Snapshot, so wie ich ihn gerade gemacht habe, und bekommt hier so eine XMP-Datei mit dem gleichen Namen. Was ist das? Das ist Extensible Metadata Platform, dafür steht das XMP. Das ist im Prinzip eine XML-Datei mit diversen Informationen. Das ist ganz gut, die zu haben. Die sollte man auch aufbewahren. Da steht dann drin, wie war mein Zoom, wie war mein Licht, welchen Filter hatte ich gerade genommen. Hier steht jetzt hier unten Rendering Mode ID 2 und hier oben sehe ich, okay, das ist Specular Enhancement. Da gibt es ein paar Infos, die ganz gut sind. Was ich noch brauche, oder was ganz gut ist, die Kugel. Hier sind die ganzen Einstellungen, die ich aber auch in der XMP-Datei hatte. Und mein Navigatorbild, wo bin ich jetzt gerade? Das kann ich machen, indem ich hiervon einfach einen Screenshot mache. Das kann ich mit irgendwelchen Tastaturkombinationen, Tastenkürzeln machen. Ich kann unter Windows auch, gibt es ein Tool, das nennt sich Snipping Tool. Das kommt da immer mitgeliefert, das ist ganz gut dafür. Da kann man nämlich sagen, okay, ich möchte ein Fenster ausschneiden, Vollbild ausschneiden, was auch immer. Ich werde jetzt hier mal Fenster ausschneiden. Und dann highlightet mir das zum Roten, dann klicke ich das einfach an. Und dann habe ich das auch in der Zwischenablage und kann es hier oben auch gleich speichern. Weiß ich nicht. Hier auch auf dem Desktop zu meinem Snapshot dazu. Nenne ich jetzt einfach mal Screen und speichere das. Und jetzt soll es vor allem darum gehen, wie arbeite ich jetzt mit dieser grünen Kugel weiter. Ich zeige das jetzt mal zum Beispiel mit GIMP. Wenn ich hier GIMP habe und mein Screenshot erstellt habe, ist er auch in der Zwischenablage und kann jetzt einfach sagen Datei erstellen aus Zwischenablage und habe jetzt hier diesen Screenshot drin, den ich haben will. Und ich will jetzt eben diese Kugel hier oben haben. Gehe dann auf Werkzeuge, Auswahlwerkzeuge, elliptische Auswahl. Kann dann hier so einen Kreis aufziehen und kann den jetzt auch hier noch anpassen, so wie mir das passt. Am besten ein bisschen kleiner, so dass alles dabei ist und dann passt das ganz gut. Dann kann ich sagen, Bild auf Auswahl zuschneiden. Dann habe ich eben nur meine grüne Kugel. Jetzt habt ihr aber noch hier so einen Hintergrund, den will ich auch noch loshaben. Das kann ich jetzt darüber machen, dass ich auf Auswahl gehe und diese Auswahl invertiere hier oben. Jetzt habe ich nur den Rand ausgewählt und jetzt sage ich einfach bearbeiten, löschen.
Und jetzt ist die Kugel auch freigestellt. Jetzt kann ich Datei exportieren als und dann nehme ich hier oben PNG. Das macht man in GIMP einfach durch die Dateiendung. Die Kugel und kann das dort speichern. Das funktioniert natürlich auch in Photoshop, kann ich auch mal zeigen. Dort, Datei ist ja weiterhin noch im Zwischenspeicher. Ich kann einfach sagen, Datei neu, Dokumenttyp, das kommt ja aus der Zwischenablage, dann stellt er schon die richtige Größe ein. Sage okay, dann habe ich das, dann sage ich bearbeiten, einfügen. Jetzt habe ich hier das eingefügt. Wenn ich mir die Ebene noch anschaue, habe ich jetzt eine Ebene und die Hintergrundebene, die kann ich im Prinzip schon entsorgen und habe jetzt hier meine eine Ebene. Über die Werkzeuge hier drüben hier die Ellipse wieder aussuchen und hier das aufziehen. Das ist nicht so komfortabel wie in GIMP. Jetzt habe ich die. Wenn ich die jetzt noch verändern will, kann ich das machen über Auswahl. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist das? Nicht, Auswahl transformieren. Hier unten ist es. Und dann habe ich auch solche Anfasser und kann das eben so transformieren, wie das, na komm schon, für mich passend ist. Dann kann ich auch, ups, dann kann ich auch sagen, Bild als nächstes. Entschuldigung, freistellen. Dann ist das auch wieder freigestellt. Kann sagen, wie beim anderen, Auswahl umkehren. Dann habe ich wieder diesen hinteren Bereich. Bearbeiten, löschen und das Ganze ist freigestellt. Und jetzt kann ich auch wieder sagen, Datei, speichern unter. Hier wähle ich dann das PNG-Format. Und kann das dann hier wieder speichern. Mache ich jetzt mal nicht. Hab ich ja schon gemacht. Wenn ich wieder zurückgehe zu meiner RTE-Aufnahme, kann ich jetzt hier auch noch rübergehen und zu meinem Maßstab. Und jetzt habe ich noch den Specular Enhancement Filter. Ich kann auch wieder zum Default Filter gehen und könnte man jetzt hiervon auch nochmal einen Screenshot machen. Dann habe ich auch noch den Maßstab, den ich einfach in mein Bild einbauen kann. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu Photoshop und mir zum Beispiel meinen Snapshot einfach hier noch öffne, kann ich auch hier, habe ich meine Ebene, hier mein Snapshot. Kann jetzt auch von mir aus diese Ebene überduplizieren in meinen Snapshot. Okay. Jetzt habe ich die hier drin. Ebenen einschalten. Hier oben ist es so groß, ist jetzt vielleicht zu groß. Kann ich auch nochmal bearbeiten, transformieren, skalieren. Wenn ich die Shift-Taste halte, kann ich das hier auch schön skalieren und mir dann hier reinsetzen. Und kann den Maßstab noch einbauen, etc. pp. Und bin dann damit fertig.